Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Das macht an diesem Dienstag Schlagzeilen. Neues Beben. Nepal wird wieder durch schwere Erdstöße erschüttert. Mindestens 50 Menschen sterben. Hungrig, durstig und krank. In Asien sind tausende Bootsflüchtlinge sich selbst überlassen. Der Automat. In der Schweiz geht erstmals ein selbstfahrender Wagen auf die Straße. Giacomettis Weltrekord, eine Skulptur des Bündner Künstlers, wird in New York als teuerste aller Zeiten versteigert. Und es bleibt sonnig und warm, morgen Abend aber erste, teils kräftige Gewitter. Nicht schon wieder. Nur 2,5 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal ist das katastrophengeplagte Land wieder von einem starken Beben heimgesucht worden. Mindestens 50 Menschen sind ums Leben gekommen, mehr als 1000 sind verletzt worden. Das Epizentrum lag diesmal in der Nähe der chinesischen Grenze, nordöstlich von Kathmandu. Das Beben hatte eine Stärke von 7,3 auf der Richterskala. Beim Beben vom 25. April war das Epizentrum etwas weiter westlich und das Beben mit der Stärke 7,8 noch einiges heftiger. Kaum hatten sich die Menschen nach diesem ersten Beben wieder in ihre Häuser getraut, schlafen sie in Kathmandu jetzt wieder im Freien aus Angst vor weiteren Erdstößen. Schon wieder rennen die Menschen in Nepal. Schon wieder müssen sie sich auf offene Flächen in Sicherheit bringen. Es ist Mittagszeit, als das heftige Nachbeben die Hauptstadt Kathmandu erschüttert. Das Beben war sehr stark. Alles hat sich bewegt. Zum Glück ist hier nichts mehr eingestürzt.